Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, ich bin sehr gespannt. Ju hat gerade ein neues Video hochgeladen auf seinem zweiten Kanal, auf dem Bullion-Kanal. Und ich habe nur auf Instagram eine Story gesehen, dass es irgendwie ein sehr persönliches oder schwieriges Video irgendwie in diesem Wortlaut hat er das gepostet, für ihn wird. Und ich war ein bisschen überrascht, ich war sehr gespannt so. Ich hatte erst gedacht, ist es vielleicht ein Joke? Aber es scheint wirklich ernst zu sein oder ein wichtiges Thema oder ein persönliches Thema zu sein. Deswegen dachte ich, schauen wir mal zusammen rein, Leute. Ganz wichtig, checkt auf jeden Fall erstmal das originale Video von Ju ab, so wie immer. Lasst da einen Aufruf und ein Like da. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt rein. Ein Einblick in mein momentanes Leben. Vlog. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Kurz vorweg, mir ist das Video extremst unangenehm. Aber ich werde jetzt einfach mal zeigen, wer ich bin. Echt? Ei, okay. Ich bin wirklich gespannt, was... Okay, ja, okay. Ein kleiner Fettsack. Digga, wenn ich sitze, ist reinste Katastrophe. Same. Und wir machen uns nichts vor, Ju. Same. Mir geht es hier nicht nur um meinen Bauch oder um Ernährung oder sonstige eitle Scheiße. Da ist, glaube ich, einiges anderes schief. Fängt schon damit an, dass ich keinen Schlafrhythmus habe. Same! Ey, Ju, ich kann dasselbe Video genauso machen. Ich bin echt, ich habe zugenommen während jetzt diesen letzten, keine Ahnung, anderthalb Monaten. Und mein Schlafrhythmus ist so, dass ich gefühlt dreimal am Tag für 3 Stunden schlafe, was das Ungesündeste ist, was es gibt, glaube ich. Geht weiter mit Ehrgeiz und Disziplin, die ich momentan irgendwie nicht habe. Same. Und die momentane Lage eingesperrt innerhalb der 4 Wänden macht die Sache natürlich nicht besser. Aber verdammte Ausreden letztendlich, sind einfach nur Ausreden. Damn it. Was ich jetzt machen kann, ist, ich rappe mich wieder auf. Verdammt nochmal, egal wie scheiße schwer das jetzt sein wird, egal wie oft ich es gefailt habe, deswegen drehe ich dieses verdammte Video hier. Ob ich das jemals hochladen werde, weiß ich nicht. Ich drehe dieses Video einfach. Das ist mein Kühlschrank. Deswegen ernähre ich mich momentan einfach heftig krass von so Liefershit. Morgen Same. Geht's los. Richtig Muss man schlimm. Auch manchmal einfach laufen. Ich kann halt auch die letzten Tage durch meine Wecker nicht aufstehen. Ich mach Sleep-Modus an und schlaf, also diesen Snooze-Button, und schlaf dann einfach, keine Ahnung, 5 Stunden länger als geplant, was einfach der absolute Abfuck ist. Das Wichtigste, was ich jetzt gerade... Oh, Freunde, hier ist eine Spinne. Ich muss ganz kurz eine Spinne töten. Ich weiß, man soll keine Tiere töten, Freunde, aber das ist nur so eine kleine Hausspinne und die hat es verdient zu sterben. Es tut mir leid, Freunde, es musste sein. I'm sorry, sie war sehr eklig und musste weg. Brauche ist ein verdammtes Morgenritual. Das heißt, das Erste, was ich mache, nachdem ich mich gestreckt Brauch habe ich auch. Und mir fast meinen Rücken gebrochen habe, 2x10 Liegestützen, 2x10 Crunches, 2x10 Squats und eine ganze Vase Wasser trinken. Das kriege ich nicht mal. Das kriege ich nicht mal hin, wenn ich das ein Jahr lang irgendwie machen würde. Ich krieg. Okay. Ich muss das auch machen. Ich vertraut mir. Ich muss das auch machen. Ey, auch mit Wasser. Ich trinke, wenn ich mal sitze, ich will jetzt meinen Schreibtisch nicht zeigen, Freunde. Aber ich trinke, ja, das Gesündeste, was ich trinke, ist vielleicht ein Smoothie noch. Aber wenn man mal hier hinguckt, hier ist nur Lieferessen so. Es ist, oh Mann, Alter. Ich glaube, dieses Video ist für mich auch jetzt Real Talk wichtig, weil ich mich in einer ziemlich ähnlichen Situation gerade befinde wie Ju. Demotiviert, scheiß Schlafrhythmus, scheiß Ernährung und man macht irgendwie nichts, weil man nicht rauskommt. Und man, die Tage fühlen sich für mich wie so ein Zeitraffer an gerade, weil ich irgendwie nichts geschissen bekomme und jeder Tag gleich ist, was nicht gut ist. Wenn du mit so einer Fresse morgens den Tag beginnst, dann ist deine Willenskraft erstmal richtig weit runtergeschraubt. Und deswegen werde ich versuchen, meinen verdammten Arsch hochzubekommen, Leute. Meine größte Angst ist kalt duschen. Aber ich werde das jetzt jeden Tag machen, jeden Morgen kurz einmal abduschen. Oh, das muss ich auch machen, das ist gut. Ich muss mitschreiben. Easy. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich verdammt nochmal gut. Eigentlich würde ich jetzt hier sitzen und mir einfach Toast ballern ohne Ende, bis mein Bauch platzt. Je mehr Bullshit Same. Ich mir abends in meinen Bauch baller, desto mehr Hunger habe ich auch am nächsten Same. Tag. Same, ey, Ju, das Video ist gut. Einfach über 3000 Kalorien, was definitiv viel zu viel ist. Ja, Mann. Und so schwer es mir jetzt auch fallen wird, ich werde jetzt runtergehen auf maximal 1300 Kalorien täglich. Und ich werde versuchen, auch wieder mich gesünder zu ernähren, weil letztendlich, ihr dürft nicht vergessen,
Ihr lebt in eurem Körper. Nahrung ist wie die Batterie für euren Körper. Es und ist ihr echt tut auch so. Nicht Köfte in eure Fernbedienung. Mein Ziel ist es, wieder in Einklang mit meinem Körper zu kommen. Ach, ihn, wieder zu fühlen, ihn wieder zu schätzen. Ihn so leicht manchmal ein bisschen zu streichen, ein bisschen zu küssen. So. Denn das wirkt sich letztendlich sehr krass auf den Gemütszustand aus und letztendlich auch... Ey, er sagt es jetzt so einfach daher irgendwie, aber das ist wirklich... Das trifft zu, ich würde sagen, 95% meine aktuelle Situation, mein aktuelles Befinden auch. Das ist sehr, sehr krass. Ich muss wirklich, ich werde diese Sachen, die Ju macht, glaube ich, auch einfach mal umsetzen. Ich muss, Digga, für alle, denen es ähnlich geht. Vielleicht ist es bei euch jetzt nicht so extrem wie bei Ju oder wie es bei mir ist, aber es ist wirklich schlimm. Auf eure Psyche. Ich schaue und analysiere immer sehr viel, oftmals auch einfach zu viel und auch viel zu lang. Kritiker mich selbst, aber natürlich will ich immer wissen, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht. Und jetzt brainstorme ich erstmal ein bisschen weiter. Wir haben 18 Uhr, ich habe noch nichts gegessen und das ist meine erste Mahlzeit, ein doppelter Proteinshake mit Kreatin. Die letzten Stunden habe ich damit verbracht, einfach mal den Alltag zu planen, ein bisschen zu schedulen, was eigentlich so abgeht in den nächsten Wochen. Aber das sind Dinge, die... Uns nicht von heute auf morgen. Wie lecker Sand schmecken kann. Ich habe mich jetzt aufgewärmt und mache jede Übung dreimal und fange an mit 15 Push-Ups an der Wand. Okay, das kriege ich ja schon nicht hin. Das kriege ich ja schon nicht. Da muss ich. Ich suche mir eine andere Übung dafür, okay. Alter. Scheiße, ne? Ja, kriege ich auch nicht hin. Okay, ich werde ein bisschen downsteppen für meinen Workout. Aber ich muss wirklich auch das machen, Mann. Ich versuche meine Wiederholung. Bitte, mach keinen miesen Körper. Mach bitte keinen miesen, Alter. Ich flehe dich an. 17. Das Training ist für mich jetzt ausschlaggebend, auch für meine Disziplin. Ich bin auf jeden Fall überrascht, wie krass ich nach hinten gefallen bin wieder, was mein Progress angeht. Aber wenn man schon mal da war, dann kommt man eigentlich schnell wieder hin. Ich habe jetzt nur noch zwei Termine. Mein Bruder und ich, wir sitzen schon seit längerer Zeit an einem sehr großen Projekt, wo aber natürlich sehr viel mehr Menschen involviert sind. Real Talk, wie attraktiv jetzt, no joke, also Real Talk, wie attraktiv sieht Ju mit dem Bart aus, oder? Ich finde, das macht irgendwie viel aus bei ihm. Und auch mit der Cap so, ich fühle den Style irgendwie sehr, muss ich sagen. Hier ist es immer schwierig, auf denselben Nenner zu bekommen, weil, ne, ihr wisst, je mehr Köche, desto... beschissener die Suppe. Nur ich lasse die Kamera jetzt hier, aber mein Bruder will auch nicht permanent gefilmt werden. Basmati-Reis, Tofu, Karotten, Kidneybohnen. Wir haben jetzt 10 Uhr Zeit. Gesund kann halt auch geil sein. Sieht auf jeden Fall gesünder aus. Gesund kann geil sein. Das ist gut. Meine Termine liefen so gut. Ich war auf einmal voller Energie. Ich glaube, das, was mir noch gefehlt hatte, war einfach so ein Batzen Sauerstoff abzubekommen. Ich muss ehrlich sagen, der erste Tag hatte jetzt nicht so viel Effekt, aber hierbei geht es wirklich darum, konstant dran zu bleiben. Safe. Es ist 1 Uhr und ich bin einfach damn müde, was gut ist für den morgigen Tag. Und ich hoffe, der morgige Tag fängt mit ein bisschen mehr Power an. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich werde das auch durchziehen müssen. Real Talk, ich brauche das in meinem Leben. Ich brauche Ju in meinem Leben, glaube ich. Doch dein Maul, Junge. Nee, kotzt euch, Alter. Boah. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eigentlich bis jetzt nie so ein Problem damit gehabt, mal allein zu sein, auch eine längere Zeit. Einfach aus dem Grund, weil ich mich dann auf meinen Scheiß konzentrieren kann. Same. Aber so langsam, man wird ein bisschen verrückt. Also, was heißt verrückt, aber doch schon ein bisschen. Ich bin eigentlich gern ein sozialer Mensch, aber hab auch gern einfach Same. Viel sozialen Abstand. Aber dieser auferlegte soziale Abstand... Warum 6? Zweimal Obergriff, zweimal neutraler Griff, zweimal Untergriff. 10 mal 10. Was ist der neutrale Griff? Leute, selbst wenn ich das Ding hätte, ich wüsste nicht, was ich machen soll. 8 habe ich geschafft. Ah. Wow. Da hätte ich ja viel zu viel Angst. Wenn das runterfällt, dann bin ich verdammt nochmal tot. Boah, hätte ich ja viel zu viel Angst, würde ich im Leben nicht machen. War noch schlimmer als gestern. Hey. Ich schreibe mal meine Kalorien jetzt immer auf. Eigentlich geht es mir gerade ganz passabel. Nur die Pollen machen mich fertig und weil ich gestern so ein Hardcore-Kaloriendefizit geschoben habe, bin ich ein bisschen schwach heute. So, das Essen von gestern ein bisschen bewässern, ein bisschen warm braten. Ich würde einfach mal behaupten, weil es eine größere Portion ist, sind so 850 Kalorien. So, ich war gerade live auf Twitch und ich muss ehrlich sagen, nach 3 Monaten Stream habe ich immer noch unglaubliche Schwierigkeiten, da wirklich anzukommen auf dieser Plattform. Ey, same, Mann, ich möchte auch so gerne aktiv streamen, aber ich habe auch diesen inneren Schweinehund so ein bisschen. Heißt das so? Ich weiß nicht, aber diese... Dass ich einfach nicht den Stream starte, Mann. Ich möchte auch viel lieber mit anderen Leuten streamen. Ich möchte schon richtig lange mit ML Gamer, den kennen ja viele von euch wahrscheinlich, zusammen streamen, mit Ju irgendwie mal was machen, so. Aber ich krieg's einfach nicht hin, auf Aufnahme zu drücken oder ich krieg's auch nicht hin, einfach den Leuten mal zu schreiben, ey, wie sieht's heute aus, weil ich dann immer
Weiß ich, es ist so eine innere Blockade, was ich dumm finde. Ich möchte auch gerne richtig auf Twitch durchstarten, weil ich glaube, dass ich da wieder viel, viel mehr neue Motivation finden und bekommen würde. Aber es ist so eine dumme Blockade gerade, weil ich echt in so einer, ich will nicht sagen Depri-Phase, weil das übertrieben ist und weil man sowas aufpassen muss, aber es ist einfach so eine Phase, wo man echt unmotiviert ist oder wo ich unmotiviert bin leider. Mich komplett wohl zu fühlen. Ich habe auch super viele Schwierigkeiten, komplett ich selbst zu sein, weil ich immer denke, was kann ich sagen? Same. Das dauert auch lange. Das wird bei mir bei Twitch auch noch 20 Jahre dauern, wenn ich irgendwann mal anfangen sollte. Richtig. Das darf ich nicht sagen. Und ich weiß, dass mein Fehler auch darin liegt, dass ich mir einfach viel zu viele Gedanken mache. Aber ich komme halt aus diesem YouTube-Storytelling, wo wir Rollen immer schreiben. Und da bin ich es halt einfach gewohnt, über jeden Satz nachzudenken. Stream an sich macht mir ultra viel Spaß. Wirklich. Aber heute ging es mir nicht so gut. Irgendwie das lag auch. Das hatte irgendwas auch mit dem Stream zu tun. Ich kann auch gerade nicht ganz definieren, weswegen, was war, was mich so getriggert hatte. Und ich muss mich daran gewöhnen, dass man das dann halt auch direkt merkt im Stream, ne? Also sich so richtig fallen zu lassen auf dieser Plattform. Ist schwer, live ist schwer. Schwieriger als ich dachte. Ja. So, es ist 0.57 Uhr und ich habe ein Video fertig gemacht, was aber für eine andere Person ist, aber darüber darf ich nicht reden, weil es halt ein Job ist. Anfang des Videos, und mittlerweile ist mir auch klar, dass ich das Video hochladen werde, ging es mir eher darum, so ein bisschen mein Ritual zu finden. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, ich nehme euch jetzt komplett in meinem ganzen Alltag mit. Durch das ganze laut Heraussprechen meiner Gedanken habe ich gemerkt, dass mein Ziel ganz klar ist, die Energie, die ich in den Julian Bam Channel gesteckt habe, jetzt auf mein Leben zu übertragen. Und ich werde es schaffen, oh, egal wie lange es dauert. Und das war ein 2 mm Bauch habe ich auch schon verloren. Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, dieses Video gerade ist für mich gerade eine enorme Motivation, auch was an meiner jetzigen Situation zu ändern, weil ich in einer ähnlich schlimmen, kann man schon sagen, Situation gerade bin, und das große Problem ist, sich das einzugestehen und das nach außen zu tragen und den anderen zu zeigen, hey, bei mir läuft gerade irgendwas nicht so gut, weil das gerade so in dieser perfekten Influencer-Welt manchen oder vielen Leuten schwerfällt, was ich auch verstehen kann, irgendwie was einzugestehen, was gerade nicht so nice ist. Aber dieses Video ist für mich gerade unglaublich gut und unglaublich motivierend. Gerade auch ganz entspannt meinen Kaffee gesippt, eine Runde gewaped, meine Haare in der Sonne trocknen lassen. Balkon ist nur so ein kleiner Ort für mich, zu dem ich euch nicht mitnehmen möchte. Es ist jetzt ungefähr 15 Uhr und ich drehe gerade ein Video, wo ich Dinge unter das Mikroskop halte und dann einen 2500-fachen Zoom habe. Das ist der Freitag. Und dann war ich eben noch im Livestream von Sido. Ich spüre ganz langsam, aber auch sicher irgendwie, dass diese Kreativität und Energie wieder zurückkommt. Heute ist der dritte Tag. Die und fehlt mir auch sagen, komplett bester Tag bis gerade. Jetzt. Ich mache einen doppelten Proteinshake zu 2,5 Kalorien. Ich habe jetzt das Mikroskop-Video abgedreht und habe mir auch ein bisschen mehr Zeit genommen für das Video, als ich sonst mir immer nehme. Auch wenn ich jetzt Hilfe habe bei Boolean, ich mache den Rough Cut immer gerne selber. Vor allem bei Boolean. Einfach aus dem Grund, weil ich schon beim Drehen mir Gedanken mache, wie würde ich dieses Video schneiden. Einfach, da habe ich eine Vision dann. Deswegen mache ich den Rough Cut erstmal weiter und fertig und dann schicke ich das später dem Jan Meyer. Deswegen, yalla yalla. Dieses Video hier, by the way, schneide ich auch komplett selber, weil es ist mir einfach zu persönlich. Ein kleiner Ingwer-Shot. Fühle ich. Hier wieder was Ähnliches, so was Marti-Reis, Mais, Erbsen, Zucchini, Tofu. Hier auch nochmal ein paar Vitamine, die esse ich dann gleich beim Schneiden. Die Tage sind auf jeden Fall sehr voll, deswegen esse ich so spät. Aber auch, weil ich so mein wegbekommen möchte. By the way, 20:49 gerade. Es ist 22.28 Uhr, ich fange jetzt an mit meinem Push-Training. Es ist eigentlich viel zu spät, aber ich ziehe es durch, ohne zu meckern. Let's go. Ey, das ist wirklich für mich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wirklich für mich gerade krass motivierend. Ich habe jetzt auch schon wieder so viele Ideen und so viele Sachen, die ich ändern kann, ändern muss, ändern werde. Weil wäre ich in meinem jetzigen Zustand so gewesen wie Ju gerade, wo ich merke, okay, ich muss noch irgendwas machen, aber es ist viel zu spät und ich bin müde. Ich wäre einfach schlafen gegangen und das ist das Problem. Ich hätte gesagt, ich mach's morgen und am nächsten Tag hätte ich es nicht gemacht, so. Das ist das Problem. Damn, okay. Hier, kleine Flex vorne mit dem Regenbogenglas. Heute war ich nicht so gesprächig. Was aber gut ist, weil jetzt, seit ich wieder mehr Sport mache, mich auf die Ernährung konzentriere, ist mein Drive wieder geradeaus. Und es hat bei mir jetzt gerade 3 Tage gedauert. Aber dennoch 3 Tage, wo ich von morgens bis nachts halt straightforward dachte. Und eine Sache, Alter, ich freue mich voll auf die kalte Dusche morgen. Und ich würde schon sagen, man sieht den Fortschritt. Man sieht da. Digga, einen. Der ist halt einfach auch nicht mehr so aufgebläht, dieser Bauch. Ju war nicht fett oder so. Aber der Bauch war einfach aufgebläht von diesem fettigen, ekligen Essen, dieses leere Essen. Der ist der Bauch einfach krass aufgebläht. Fortschritt. Ey, auch diese Musik, Mann. An Tag 2 habe ich 1150 Kalorien gefressen.
Und Tag 3 gestern sogar nur 880. Ich weiß, das ist gar nicht gesund und fürs Muskelwachstum auch nicht gerade förderlich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Real Talk, ich muss mich irgendwie ein bisschen bestrafen. Klingt ein bisschen sadistisch. Aber für die Scheiße, die ich meiner Psyche gegeben habe, muss ich auch erstmal, dafür muss ich erstmal bezahlen jetzt. Und auch mehrere Wochen jetzt noch. Weil ganz ehrlich, ich bin auf gar keinen Fall an dem Punkt, wo ich sein wollte. Aber es waren auch noch 4 Tage. Das heißt, nächste Woche würde ich wahrscheinlich nochmal ein Video machen. Und nochmal einen ganz bitte, weiten Weg bitte. Nach vorne steppen. Bitte mach das. So, wir haben gleich 18 Uhr. Der Stream geht gleich los. Ich habe jetzt gerade ein paar Abnahmen gemacht. Ein paar Abnahmen ist gut, es hat einfach 2-3 Stunden gedauert. Was nicht gut ist, das frisst Zeit, die ich anders investieren müsste. Und zwar, so egoistisch das klingt, aber in mich eigentlich. Ich will irgendwie überall in jeder kleinen Thematik mit drin sein, geistig. Und das zeigt mir einfach, dass ich über die letzten Jahre... Ey, Ju, Digga. Jetzt for real, Mann. Ich habe das Gefühl, wir müssen mehr talken, wir beide. Holy fuck, Alter. So jemand fehlt mir in meinem Leben gefühlt manchmal. Ich habe vor kurzem auch drüber nachgedacht. Ich habe mir voll viele Bücher wieder bestellt. Voll viele Bücher. Zum Beispiel einfach so simple Themen so. Die Evolutionstheorie zum Beispiel so. Dieses Buch habe ich mir bestellt. Ich bin nicht religiös. Ich habe damit gar nichts am Hut. Aber ich habe mir mal eine Bibel bestellt, weil ich noch nie in meinem Leben eine Bibel gelesen habe. Und mich das einfach interessiert und weil ich auch wissen möchte und Leute verstehen möchte und mitreden möchte in so vielen Gebieten. Ich höre mir gerade ein Audiobuch an, was mir Elif empfohlen hat und versuche einfach meinen Geist auch gerade so fit zu bekommen, hab da voll Bock, hab's jetzt aber auch die letzten 2 Wochen wieder schleifen lassen, weil ich in so einem Down gefallen bin. Einfach mehr und mehr Unsicherheit aufgebaut habe in allem, in wirklich jedem Bereich, auch was Menschen angeht. Das ist auf jeden Fall ein weiterer Punkt, an dem ich arbeiten muss und auch werde. So, jetzt gleich geht der Stream los, ich check nochmal wegen der Technik, ob alles auch funktioniert. Wir haben jetzt 0.38 Uhr und der Stream ist gerade vorbeigegangen. War ein guter Stream. Was soll ich sagen? Ich kann jetzt lange reden, wie die Entwicklung war, wie ich am Anfang war, wie ich am Ende war. Oder wir schauen uns einfach nochmal ganz kurz den Anfang selber an. Kurz vorweg, Alter. Mir ist das Video extremst unangenehm. Aber ich werde jetzt einfach mal zeigen, wer ich bin. Ein kleiner... Und an dieser Stelle würde ich sagen, das Video ist mir nicht unangenehm, sondern dieses Video war einfach verdammt wichtig. Richtig wichtig. Also wichtiger als... Oh, meine Facecam verdeckt übrigens die von Ju gerade. Ich habe es gar nicht gesehen, es tut mir leid, Freunde. Dieses Video ist auch viel, viel wichtiger, als er vielleicht denkt, weil es jetzt allein in mir was ausgelöst hat. So einen ultimativen Drive gerade, dass ich wieder aus meinem Loch, in demselben, in dem er sich befunden hat und immer noch teilweise vielleicht drin ist, dass ich da rausgekrochen komme mal. Das Video auch nicht hochgeladen. Selbst dann wäre es wichtig gewesen für mich. Ja, auf jeden Fall. Allein um auch diese Selbstreflexion zu haben. So krass in dieser Videowelt gefangen bin und eigentlich auch gerne darin bin, war dieses Video so meine Motivation. Und ich habe natürlich auch gelernt, wie wichtig es ist, zu machen, statt zu reden. Weil mir eins... Oh, das... Ey, ich werde Ju gleich erstmal eine dicke Sprachnachricht schicken nach dem Video, wo ich mich bedanken werde. Dass ich was ändern muss, das habe ich sehr oft gemacht, hat aber nie was bewirkt. Ich bin super happy, wie weit ich in 4 Tagen gekommen bin, aber ich muss trotzdem sagen, es ist noch längst nicht das Ziel. Und deswegen will ich nächste Woche auf jeden Fall noch ein Video drehen und die ganze Woche mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat... Bitte mach das wirklich, es würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich bin am Überlegen, ob ich was Ähnliches machen soll. Ich werde auf jeden Fall irgendwie auch sowas Ähnliches machen. Selbst wenn es nur für mich selbst in Textform ist. Motiviert hat oder mit Memos oder sowas. Vielleicht einfach entertained hat. Lasst mir gerne ein Like da und wie gesagt, schaut gerne bei meinen Streams vorbei. Gerne ein Abo aktivieren und eine Glocke da lassen. Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag mit dem Mikroskop-Video, wo Sido und Unge auch nochmal ihren Senf beigetragen haben. Ey, da freue ich mich drauf. Freitag und Sonntag und generell bei den Streams. Und natürlich auf Juck mich nicht. Ich werde das Video hier jetzt fertig machen, hochladen und weiter trainieren. Ey, Real Talk, Freunde, das war ein unglaublich wichtiges Video für mich persönlich gerade oder ein unglaublich bereicherndes Video für mich persönlich. Weil ihr habt ja auch auf dem Channel gesehen, es kamen nicht ansatzweise so viele Uploads, die letzten 2 Wochen. Ich habe ja mir vorgenommen, auf Twitch zu streamen, jeden Donnerstag zumindest, war die letzten 2 Wochen auch nicht. Und die Videos wurden weniger, allgemein auf Social Media weniger. Und das war für mich gerade fast wie so eine Selbstreflexion, wie so ein Spiegel. Die ersten 2 Tage von Ju, wo er gezeigt hat, was er macht und erklärt hat, was er macht. Dieses nur Essen bestellen, so kein Schlafrhythmus haben. Ich wach irgendwie am Tag auf und ich weiß nicht, was für ein Tag, was für eine Uhrzeit ist. Und es ist mir aber auch egal, das ist das Problem gewesen. Weil ich dachte, ja okay, ich setze mich hin, gucke jetzt irgendwas, bestell mir nachher noch was, dann schlafe ich nochmal eine halbe Stunde, Stunde. Was einfach dumm ist. So. Ja, das war unglaublich wichtig für mich. Damn. Und auch allgemein, wie er schon meinte, Sport, gesunde Ernährung, Wasser, soziale Kontakte trotzdem noch pflegen, denn zumindest über FaceTime oder whatever.
und einfach auch den Arsch hochbekommen und nicht immer sagen, ja, ich mache oder ich mache das morgen, sondern einfach jetzt was machen, einfach was machen. Sobald du es angefangen hast zu machen, ist es eh entspannt oder angenehm oder fühlt sich gut an oder whatever. Damn, sorry für den kleinen Rant jetzt am Ende, aber es war für mich gerade persönlich wirklich ein krasses Video einfach. Weil ich mich in diesem selben Loch gerade jetzt gerade in diesem Loch befinde ich mich. Hi. Krass. Gut, Freunde, ich werde auf jeden Fall daraus eine Menge mitgenommen haben und versuchen das auf meinen in meinen Alltag zu implizieren, was Ju gerade auch da aufgezeigt hat, die Methoden, die Techniken, so simple Sachen wie Kalorien zählen zum Beispiel und runterkommen, weil ich möchte gar nicht wissen, was mein jetziger Kaloriendurchschnitt ist, den ich am Tag zu mir nehme. Das möchte ich gar nicht wissen. Deswegen muss ich da viel ändern, Freunde. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges daraus mitnehmen, selbst wenn es nur eine simple Sache ist, wie Sport machen oder, keine Ahnung, kalt duschen, whatever. Ich werde das alles auch mal ausprobieren und auch nochmal in Ju, wie gesagt, ich werde gleich noch eine Sprachnachricht schicken, aber danke einfach. Ja, das mache ich gleich, ist scheiß drauf. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem weiteren wunderbaren Video. Ich hoffe, euer Tag ist trotzdem relativ nice jetzt, obwohl jetzt hier, Anführungsstrichen, Onkel Ju kam, der mal so ein bisschen mit der Keule geschwungen hat. Nicht nur auf sich selber, sondern auch auf euch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens auf Instagram mit irgendwelchen Updates zu Videos, zu Livestreams, whatever. Ich werde meinen Kopf machen. Und dann habt einen wunderbaren Tag, von und bleibt fresh, so wie immer. Und tschüss.